Gott sei Dank, Frank. Wir waren letztens unterbrochen worden. War noch nicht. Benehmen, ne? Also, benehmen die Erste. Geht erstmal um Müll, sozial, Umgangsform. Bisschen Knigge kommt auch. Später. Straße, draußen, Wald, Park. Sagen wir gleich alle Öffentlichkeit. Das Weggeworfene, die Achtlosigkeit. Tja nun, wohin mit dem ganzen Kram? Viel zu viel. Und da liegt ja auch schon was und ich kann meins drauf tun. Am Ende so oder so, was das auch immer ist, Erdteil, Weltall, Endlager oder Verbrennungsanlage. Warum auch nicht? Die Vorstände und Anteilseigner von Energiekonzernen haben ja leider keinen Atommüll bei sich im Garten entgelagert. Der gleiche Personenkreis von, sagen wir, Chemiekonzernen, bei denen ist im Zierfischteich nichts von so einem kleinen Abwasserröhrchen mit einem bisschen grün-gelben Wässerchen, das da ab und an reinrauscht. Gott sei Dank, Frank meint das ernst. Sollten die alle haben, sowas, mit gutem Benehmen vorangehen, symbolisch kleine Menge, aber in echt. Verstehe ich ja. Bitte nicht vor meiner Haustür, wenn die überhaupt noch zuzukriegen ist. Not in my backyard, das ist die Devise. Nebenher eine private Botschaft für die engsten Freunde. Ich trage heute Markenname. Ja, kannscher Imperativ, mal so in eine hintere Verästelung gedacht. Det wär wat, wa? Spinnerei natürlich. Eigentlich kann ich sie auch nicht ab. Die Moralapostel, protestantische Sündenbuchhalter. Und die erst recht nicht, die da in der Hauptsache unterwegs sind, mit was weiß ich für einem Bauchladen. Vorwürfe, eigene Tür kehren, sollen die wirklich mal machen? Ach, ihr kennt sie alle. Jedenfalls wer Schuld hat, das ist jetzt klar. But anyway, wenn es Richie Rich und seinem Dunstkreis nicht so drauf ankommt, so im übertragenen Sinne jetzt, dann kann auch schwerlich erwartet werden, dass Otto Normalverbraucher, gibt's den eigentlich noch, Kreti und Pleti, Hinz und Kunz, sich so recht verantwortlich fühlen dafür, was bei ihnen so übrig bleibt und weg muss. Kann schon mal was fallen gelassen werden. Irgendwohin, da, wo man gerade geht und steht. Bei denen ist es halt nur unmittelbarer. Pissen ja auch viele ins Schwimmbecken. Trotzdem, die meisten machen das ansonsten vorbildlich. Müll trennen, Flaschen in Container, Batterien dahin, wo sie sollen, Bio in die Biotonne. Da wird immer mal wieder gern der Deckel gehoben. Geht gleich weiter. Na toll. Um den Themenkomplex Benehmen für heute abzurunden, bei Tisch mit dem Essen erst beginnen, wenn, ich sage mal, die Dame des Hauses den ersten Bissen zum Munde führt. Besondere Stilempfinden und Ehrerbietung erweist der, die dasjenige, welches wartet, bis zusätzlich die älteste Person am Tisch soweit ist. Und Kartoffeln dürfen mit dem Messer geschnitten werden. Ganz wichtig, Schuhe putzen nicht vergessen. So viel erstmal dazu. Gott sei Dank, Frank.